Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe 10 Erfahrungspunkte bekommen, geil, ne? Also, in der letzten Folge haben wir hier die Stadtbibliothek Boston erkundet. Ich bin kurz nach Hause gedaddelt und habe mir 3 Bücher mitgenommen. Und ich hatte nur ganze 6 überfällige Buchrückgabemarken zu Hause. Also, ja, doch, ein bisschen knapp war das. Aber zum Glück habe ich genug Bücher. Ich habe jetzt mal 3 mitgenommen. Habe jetzt 15 Dinger bekommen und jetzt kann ich mir Message Shields jetzt Chirurgenblatt holen. Nom. Ja. Boah. Sehr geil. Gut. Boah. Damit habe ich jetzt, glaube ich, schon 6. Ich habe zu Hause 5 gehabt und jetzt habe ich 6. Glaube ich, ne? Aller Massachusetts 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, weiß nicht, ob mir hat gefällt, weil die Bücherregale, die ich zu Hause habe, die sind immer sind da, da können 20 Zeitschriften einpassen und ja, sind 4 Reihen, also 5, 5, 5, 5. Also, ich hätte das gern, wenn ich von jeder Zeitschrift irgendwie 10 hätte, aber anscheinend geht das nicht. Und hier wird schon wieder geballert. Lass mich hier raus. Irgendwo in der Nähe war noch ein Ort da hinten. Das ist irgendwie ein Bunker oder so, den ich noch, hallo, ich erkundet habe. Dann gehen wir noch mal hin. Müssen wir ja langsam hier alles erkundet haben, eben in der Gegend hier, eine Stadt, Bezirk von Boston oder so. Und ist dann am Längen. Warte. So. Okay, ich brauche Gegner. Was, wenn ich für die alle getötet hat, aber egal. So, und dahinter ist eine Kirche. Ausgezeichnet. Ich brauche Gegner. Los. Ich habe meinen Deppen-Skill aktiviert. Wer ist da? Egal. Muss sterben. Meine Erfahrungspunkte. So, 82. Geil. Klappt sogar. So, mehr. Ich brauche mehr. Kommt so schlechte Erfahrungspunkte. Wilson Automatoys, okay. What? Die Klappe. Warum klingt ja so wie diese komischen Elefanten aus Herr der Ringe? Ja. Einfach hier reingekommen, einfach alles weggeputzt. So, Automatoys, das sind doch diese Spielzeughersteller. Okay, Automatoys, ne, ist klar. Aber kann ja nicht jeder Englisch, okay? Gut. Komm mal da rein. Dahinter ist noch eine Kirche und dahinter habe ich noch ganz andere Orte gesehen. Ich gehe da durch. Hallo? Wahrscheinlich ist da, weiß nicht, voll der einfache Gang oder so. Dann ja. Alter, sind da viele rote die Kommunisten. Das ist eine Tür, ich dachte, ein Aufzug. Oh mein Gott, lebensgroßes. Blöd ist, wenn ich halt aufnehme und das irgendwo hin platziere, ist das wahrscheinlich wieder normal groß. Was ich ein bisschen doof finde. Ah, daneben. Ach, du bist da. Wie schon wieder auf Strong die ganze Spiel. Das ist so verwirrend. Wir kämpfen ja nur gegen Supermutanten. Dann kommt der um die Ecke und dann schieße ich auf den. Ist doch klar. Okay. Ey. Tut mir leid, Strong. Dabei will ich doch, dass wir uns lieben. Deswegen habe ich dort Leichenfressen-Perk hier genommen. Drin.
Aber du kommst mir auch irgendwie nicht entgegen, ne? Guck mal, uns dann an. Dann sind die Bomben gefallen, ja. Bla bla bla, Story, bla bla bla, die Bomben sind gefallen, bla bla bla, alles ging unter. Das ist Story. Ende. Foxhammer wird wahrscheinlich nichts sein. Da sind hier viele. Ja, bist du strong, ich weiß. Aber irgendwie ist ja nichts. Okay. Dafür habe ich halt aufgeschlossen. Ma, hier geblieben. Wenn ich mal vernünftigen Schaden, ne? Boah, jetzt jeder sagt, das liegt daran, weil ich Level 100 bin. Nein. Er hat gar keinen Einfluss darauf. Wahrscheinlich einen Einfluss darauf. Was woanders liegt, ist wahrscheinlich hier Dingens. Wenn ich diesen einen Skill genommen habe, womit ich mehr mit meinen Waffen abziehe. Einer von denen. Weil der Schaden erhöht sich nicht beim Aufleveln. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Meine Waffen sind, glaube ich, nicht so viel stärker geworden. Also ja. Au! Ganzes Wagen. Aber sie sind noch nicht so stark. Jetzt denke ich jedes Mal, dass das strong ist, wenn hier einer vorbeiläuft. Den Nahkampfwaffe an mir. Aber ich habe dir nur ein Dings gegeben, ne Minigun, weißt du? Au! Was ist damit passiert? Man muss auch sagen, die Waffe, die ich jetzt habe, ist verdammt stark. Jetzt bin ich irgendwie nicht viel abziehen. Toll, da wirkt er leider nicht, glaube ich. Oder doch? Hi. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand. Ist wie ein Call of Duty oder Battlefield. So schnell wie die Gegner hier frecken. Ich will, dass du Montag um 9 bei mir im Büro bist. Wir können über den Auftrag sprechen oder über deine Kündigung. Ist deine Entscheidung. Ich komme irgendwo in den Raum rein. Wir sehen Gegner, brennen ab, der ist tot. Genauso läuft das ab online. Boah, ich würde gerne mal wieder Battlefield spielen. Ja, bis jetzt das Online-Spiel, was mir am meisten Bock gemacht hat, was am meisten Spaß gemacht hat. Buttercup-Absatz. Ich dachte, die heißen Bittercup. Ja, nochmal. Bei Bronies ist das Ding wahrscheinlich voll beliebt. So ein lebensgroßes Ding. Einfach irgendwie, weiß ich nicht. Farbig anmal, so ein Tattoo auf Hüfte klatschen. Schon gesagt wie My Little Pony. Was denn weg? Hier eigentlich 81. 81? Boah, aber ich sehe schon, wie ich in Dingens hier Nuka World DLC voll auf die Fresse bekomme. Weil das ist ja alles in der Nähe von Diamond City. Also nehme ich mal an, dass hier alles noch nicht so hochgelevelt werden kann. Außerdem heißt es ja, hallo. Außerdem heißt es ja, je weiter man in den Süden geht, desto gefährlicher wird es. Und wir sind ja weit vom Süden entfernt. Oder? Ja. Nur geht. Dann nehme ich mal an, das Schlimmste kommt noch im ganzen DLC. Ja, ich wissen, wie schwer der letzte Kampf ist.
letzte Mission in Fallout 3 war auch relativ easy. Vor allem, weil da so viel vor, da ist so viel Action abgegangen. Da war irgendwie unmöglich zu frecken. So. So, ich nehme die jetzt alle mit. Mich die ganze Cast von My Little Pony nachspielen kann. Mit allen Background Ponys, Nebencharakteren und so weiter und so fort. Oh, also ich dachte jetzt, Reza wäre so ein Pferdeteil, nur halt Blut beschmiert. Da. So, Gitterzellen, die verschlossen sind. Das habe ich ja schon in Skyrim nicht gemacht. Cool. Das wortwörtlich eines der ersten Sachen ist, die man machen muss. Schreiten da jetzt schon wieder die ganze Zeit. Ja, so da oben, oder? Warte mal, da ging es auch nicht weiter. Hin. Wo ist eigentlich Strong? Ich meine, wo hat der sich schon wieder verirrt? Ich meine, irgendwo muss er doch rumlaufen. Das heißt, irgendwo müsste der auch über Gegner stolpern. Und hoffentlich auch. Hallo. Welche platt machen? Ja, ich habe Schüsse. Also müssen die nur auf den schießen, oder? Da. Also willst du mich verarschen? Habt ihr alle erst gewartet, bis ich vorbeigekommen bin, bis ihr mit dem Kampf angefangen habt, oder wie? Oh, Brothers. Escaping. Falscher Eintrag entfernen. Dictates, jawohl. Okay, ich weiß zwar nicht, welche Tür, aber mach mal auf. So. Wenn ja ist. Wo ist überhaupt mein Alien Blaster? Ich will auch mal irgendwann. Vor allem als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht. Wo ist mein Alien Blaster? Als hätte ich irgendwie was anderes schon angesprochen oder so. Aber einfach so mitten aus nichts. Wo ist mein Alien Blaster? Ich meine, wird den ganzen Ladebildschirm und so erwähnen. Ich habe eine Zeitschrift, die den Schaden vom Alien Blaster erhöht. Aber ich habe den noch nicht bekommen. Mit Schlüssel oder Schüssel? Schlüssel, ne? Ja. Ich hoffe, das ist wieder die überpowerteste Waffe im ganzen Spiel. Alter. Ich wollte eigentlich noch die Kirche gleich erkunden. Mal nach oben. Wie kommen wir nach oben? Hier ist er. Was? Ja, stehst die ganze Zeit auf. Wen schießen die denn dann? Ach, hier geht's so. Boah. Auf wen schießen die denn die ganze Zeit? Und wieso waren die so lange, um den zu erschießen? Wo schießt er auf mich? Was soll denn der Scheiß? Was? Legendärer Subtermanten Vollstrecker. Was ist denn ein Subtermant? Und warum ist ja alles verschlossen, ey, dann? Strong geht mir an die Gurgel. Wenn es Part geschafft. Oh, noch mehr. Noch mehr von den Dingern. Der Blöde ist, ich kann nichts mehr in meiner Basis aufstellen. Das ist schon voll. Das habe ich, glaube ich, schon alles. Freund, ja, Freund. Dann, was ist mit deinen Dings passiert? Okay. Gut, ich will das Pony auch haben. Boah. Boah.
Fisch für Menschen. Ich kann die nirgendwo aufstellen, das Problem. Aber ich habe ja halt Vault DLC. Da muss ich sowieso irgendwann von den Solomon, okay. Muss ich sowieso irgendwann in irgendeiner anderen Basis. Ich glaube, ich nehme Starlight Drive in. Okay. Mein Gott. Mir ist gerade nochmal aufgefallen. Jetzt, wo ich mit den Gedanken, weil ich würde so scherzhaft sagen, dass ich irgendwie eine Vault mache, wo nur Pferde drin sind. Dann ist mir aufgefallen, dass Starlight Drive sogar nach einem Charakter aus My Little Pony benannt wurde. Benannt ist ja, ich nehme nicht an, benannt wurde, aber den gleichen Namen hat wie ein Charakter. Mein Gott, ist der Part heute Pony überzogen. Muss aufhören. Er sagt, ja. Nicht schlecht, aber ich habe den Erlöser und der, weiß ich nicht, der ersetzt schon jede 10 mm Pistole, die ich finde. Du bist jetzt erschreckt. Oh Gott. Immer wieder schnell speichern, ne? Weil was schief läuft. Hi. Du bist nicht legendär. Das heißt, du bist voll einfach zu erledigen. Ich habe Ausdauer und also war schon auf 8. Das heißt, so schnell kriegst du mich nicht down, weil ich voll viel AP habe. Marleens Dingen. Boah, 14 Stück. Marleens Dingen habe ich noch nicht geguckt. So, hier. Ich wurde gerade weggeworfen. Hier. Okay, warum hast du diesen Scheiß ausgerüstet? Also viel dazu, hat die keine Munition verbrauchen. Natürlich tun die Munition verbrauchen. Da, ich wollte ja den Schulterlumpen mehr geben. Und so was hier. Aufgepasst. Habe ich den jetzt genommen? Ich habe den genommen, ne? Da. Na, zeig mal. Ja, eigentlich vollkommen egal. Jetzt war ein bisschen mehr aus als die anderen, aber trotzdem. Rücktritt schreiben. Okay. Du hast dir erarbeitet. Okay. Geschäft weitergegeben. So. Kannst du ihn irgendwie so öffnen? Im Terminal? Egal. Wie schön. Boah. So. Zeitschrift wäre noch geil. Oh, hallo. Ich glaube, das war es ja schon, ne? Truhe sagt immer so meistens, ja, du bist ja fertig. Wo ist ja noch einer? Hallo? Fünf, gucken wir denn. Noch so ein Hauptquartier Dingen. Nein, schmeiß mich da nicht runter. Also ja. Hat noch irgendwo was Rotes gesehen, oder? Nee.
Boah, wo war ich jetzt schon? Wo nicht? Ja, kam ich genau. Da komme ich wieder raus. Okay. Und da kam ich. Wo führt der Aufzug dahin? Strong, geh aus dem Weg. Du Volltrottel. Du Volldepp, du. Da folgt er mir auch noch. Du Volldeppen. Sie abgeschlossen. Sie sagt ja. Ja, okay. Ich glaube es auch nicht, dass hier noch irgendwas ist. Ich will da oben rausgehen. Vielleicht ist er irgendwie, weiß ich nicht, da draußen, außerhalb des Gebäudes irgendwas. Kann ja sein. Müssen wir mal gucken. Da kann man ja mal nachgucken, ne? Sollte man mal nachgucken. Das sollte man nachgucken. Das kann man ja mal nachgucken. Wenn man das kann, dann sollte man das auch. Und wie kommt man hier nochmal nach oben? Alter. Was mir schon. Wieder oben rausgehen. Da ist bestimmt irgendwas. Hier ist noch was. Hallo. Oh, was? Was? Alden, Eider. Jetzt willst du irgendwas finden, ist klar. Dann sagst du mir, oh, pack das nicht an. Jetzt sagst du, oh, vielleicht ist hier was zum Sammeln. Zum Spielen und was zum Naschen. Bin schon wieder hier, was? Oh. Du warst. So, da, meine Güte. So. Wo war der Aufzug jetzt? Da. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Diese ist auch noch was. Nichts Bedeutendes, Besonderes. Ich wollte bedeutend, besonders gleichzeitig sagen. Oh. Besonderes. Hm. So. Machen wir raus. In den letzten Minuten gehen wir noch zur Kirche und beten. Ich meine, plündern, ja. Wir andere Leute gehen zum Beten in die Kirche, ich plündere da. Und setz Leute im Brand. Versuch das mal in der Kirche. Ja, zum Glück nie. Wurde noch nie gezwungen, irgendwie in die Kirche zu gehen. Außer vor den Weihnachten. Mal lang, als ich älter geworden bin, ist mir aufgefallen. Warte mal, ich glaube doch gar nicht an Gott. Warum gehe ich denn überhaupt dahin? Oder warum gehe ich einmal im Jahr zur Kirche? Was? Nicht sowieso. Warum soll ich da einmal reingehen? Bin ich sowieso nicht. Ganz sehr, schmeiß den da runter. Hat sehr gut gemacht. Er wird einen Spaß mit denen zu Nuka World zu gehen. Ich hatte eigentlich schon geplant, den irgendwie davor abzuschließen. Ja, also kommt es, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Gut, dann weiter. Das überlebt, also werde ich das auch überleben. Au! Okay. Was ist das denn für ein Zeichen? Ich glaube, da gehen wir nächstes Mal hin. Erstmal zur Kirche. Oh Gott. Und das hoch, das geht gleich hoch, ne? Das Teil, ja. Hi, was geht? Ja, ich bin's. Ich kündige mich immer nicht. Ich kündige mich immer mit einer DB Technical High School. Okay, ich habe eigentlich gedacht, hier wäre was Kleineres. Oh nein. Ja, ich kündige mich immer mit einer Atomexplosion an. Bist du das nicht? Legendärer Raider, okay. Also der ist einfach nur
Raider legendär. Oh, die Waffe war besser als die ganzen 10 mm Pistolen. So, jetzt gehen wir da als nächstes rein. Warte mal. Ich muss fressen. Strong, lieb mich. Was ist los mit dir, Strong? Es ist ja auf einmal egal, was ich mache oder wie. Der Typ, der kotzt mich an. Okay, die Dragon Ball Tech High School. Ich glaube, noch zu den einen Ort gehen. Ich habe das Zeichen gar nicht erkannt, was das sein soll. Wie aus wie eine Krone oder irgendwie sowas. Ja. Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Okay. Ups. Hat das Bild da weggeschossen. Geh mal weg, Strong. Was? Au. Ich habe gesehen, wie da irgendwas näher kommt. Die Waffe ist voll überfordert. Was? Meine Kronkorkenmine. Ja, so kling. Was geht, na? Boff, wat? Da war ich, habe irgendwo einen Kronkorken-Mine gehört. Na, hab Kronk aufgenommen. Was als erster Reflex lieber auf den Supermutanten zu zielen? Nee, ne? Er ist auf mich. Was zum? Warum baut ihr Menschen als Treppen? Das stimmt mit euch nicht. So, ich habe einen Moment lang gedacht, ich baue das den Pack nicht, aber habe ich mir gedacht, was bist du irre? Das Spiel ist aber noch auf Dings, ne? Sehr schwer, ja. Weil was geben, was für Gegner geben wir denn sonst mal Probleme? Da sind ja nur Raiders und nicht sehr starke Supermutanten. Nur so normale und hier ein Kriegsherr war da mal dabei. Und sonst eigentlich. Okay. Wenn es ja auch so ein Buch ist, ne? Ja, 29 haben wir. Habe ich gerade schon 29? Egal. Hallo. Au. Also die Schnauze. Wir ziehen der Teil ab überhaupt. Vielleicht bin ich doch ein bisschen zu stark, aber glaube ich nicht. Jetzt sage ich da, vor allem, ich sage das doch jedes Mal, wenn ich irgendwie für den guten Run habe. Und dann vergeht ein Part und oh, ups, warte. Ich kann nicht aufheben. Und dann im nächsten Part kriege ich wieder voll übelst auf die Fresse von irgendwas. Ist immer so. Doch immer so, Krieg bleibt auch immer gleich. Gut, jetzt haben wir 30 Minuten. Okay, dann kann ich den Patriot jetzt hier beenden und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.